So, Freunde, Track Nummer 3. Gut, besser, ich. Ich bin gespannt drauf. Ich laber gar nicht lange mit heißem Brei. Wir hören den Track einfach und genießen zusammen, Freunde. Let's go into it, Alter. Roski. Hilf mir mal auf die Sprünge. Ist der Track hier jetzt gerade schon der, wo ich gleich am Anfang ausraste, lautstarke Kampfschreie rauslasse, mache... Yo, Digga, entspann dich, Alter, entspann dich, what the fuck. Okay, der könnte komplett jetzt in die Fresse gehen, der könnte mich komplett... Gerade schon der, wo ich gleich am Anfang ausraste, lautstarke Kampfschreie rauslasse, mache die Kruppe mit dem Finger wie die rechte Maustaste, Hauptsache am Ende des Tages geht es hoch. Alter, what the fuck? What the fuck? Was eine Power in der Stimme. Gerade schon der, wo ich gleich am Anfang auslasse, lautstarke Kampfschreie rauslasse, mache den Kunde mit Mittelfinger, wie die rechte Maustaste. Hauptsache am Ende des Tages geht es hoch. Hasse gegen den Pain und das ist alles wie gewohnt. Ich bin ein Hardworker, Smartworker, den ganzen Tag Worker, Abturner, Fast Turner, der die Passion fragt, Körper, und ich reiß mich frei aus diesem Tief. Erreiche mein Peak und feinde all die Geister, die ich Alter, geht das in die Fresse. Digga, es geht schon fast zu hart in diese Schreirichtung. Aber es ist noch an der Grenze, wo ich sage, Alter, das ballert einfach nur übertrieben gut rein. Digga. Mein Peak und feinde all die Geister, die ich lief wie ein Ghostbuster Roadrunner. All day in the zone, brother, no brother. Keiner kann mich stoppen, I'm the Godfather. Bist du nur eine Stunde in meinem Head? Bist du schon lange dead? Boah, der ist ja quasi Metal gerappt, kann man ja sagen hier, Alter. So gefühlt, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, aber eieiei, geht das in die Fresse. Digga. Der war auch nicht in dem One-Take drin, in dem Trailer. Der kann mich stoppen, I'm the Godfather. Bist du nur eine Stunde in meinem Head? Bist du schon lange dead? Ich glaube, der wäre wahrscheinlich seine Stimme auch fürs One-Take kaputt gewesen oder krepiert dabei. Beast Boy, D-Voice, Tell 'em Titan. Und ich bin's in every way, wie man's verstehen kann. Alter. All in ball, bass, gone in home run. Yeah, ich hitte ab wie die fucking Bass Run. Beast Boy, D-Voice, Tell 'em Titan. Und ich bin's in every way, wie man's verstehen kann. All in ball, bass, gone in home run. Yeah, ich hitte ab wie die fucking Bass Run. Komplett unerwartet Hook, also die Hook geht gar nicht so wirklich komplett nach vorne und ist Geschrei, sondern ist sehr entspannt und chillig, also ein krasser Kontrast zum Part, was mir sehr gut gefällt hier, sehr, sehr gut, Alter. Beast Boy, Deep Voice, Talented Tongue. Und ich mein's in every way, wie man's verstehen kann. Mega nice, mega nice, also er hat natürlich jetzt nicht so betont wie ich gerade, ich habe das extra, weil er hier Deep Voice gesagt hat. Ballert aber übertrieben gut, also... Kranker Track bis jetzt, kranker Track. Für die Bassdrum, danke. Tani, gib mir noch mal ein paar mehr Bassdrums. Ein Album wie dein Song, das schreibe ich an einem Tag, Mann. Okay, let's be real, ich brauch ne Woche, doch das reicht mit Abstand. Heute ist man was Besseres, wenn man Shit von einem Designer anhat. Da krieg ich das Kotzen wie auf Ayahuasca. Verdammt, die Line verstehe ich nicht. Krieg ich das Kotzen wie auf Ayahuasca. Ist auch keine Erklärung leider bis jetzt dabei. Oh, peile ich leider nicht. Sorry, sorry Leute. Designer anhat, da krieg ich das Kotzen wie auf Ayahuasca. Ich bin ein Genie und du weißt, dass du Höhlenmensch neben mir immer primitiv bleibst. Ich geh am Spiegel vorbei und schiele da rein und seh im Augenwinkel den MVP, der niemandem gleich. Digga, 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 ist das eine Bad Bar wieder? Ich bin auf. Ist das eine Referenz an Jay Jiggy oder was? Oder ist das sogar der Ausschnitt von Jiggy? Digga, 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 ist das eine Bad Bar wieder? Ich bin. Ach, das war sogar Jiggy selber. Ich dachte gerade, er hat das nochmal nachgesprochen, geil. Aus dem Augenwinkel den MVP, der niemandem gleich. Digga, 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 ist das eine Bad Bar wieder? Ich bin. Ohne Spaß, da wird sich das Steve Maul aber hart freuen, wenn er das hört, Alter. Da wird sich das Steve Maul aber hart freuen, Alter. Und Feuer wie ein Gasherd, fuck yeah, dass du in den Charts bist, ist verkehrt. Meine Offensive überbietet deine Abwehr. Wie stell ich Level up, Step ist erschreckend wie ein Jumpscare. Dieser krasse Rapper, riecht nach.
nach Tagsgeländer, und du fucking Blender, riechst nach Aschenbecher, ich bin Klassenbester, und um Kassen besser, damit kannst du rechnen, wie mit Taschenrechner. Digga, diese Flow-Switches, die Betonung, die Stimmlage, es ist alles so wild, ohne Spaß, mir gefällt das wirklich richtig gut. Ist einfach fett. Und um Kassen besser, damit kannst du rechnen, wie mit Taschenrechner. Wusstest du da noch nicht, es geht gut besser. Schöne Gesangshook hier nochmal, Alter. Einfach nochmal eine komplett andere Hook, aber auch die passt als Kontrast gut da rein. Klingt sehr angenehm, schön gesungen hier. Gefällt mir, Mann. Oh, Roski, ich brauch noch einmal kurz deine Hilfe. War das jetzt hier auch der Song, wo ich kurz vorm Ende nochmal ausrast? Joke. Song ist vorbei. Ach schade, das hätte natürlich ohne Lyrics das besser geht und ohne, dass ich die Zeit gesehen hätte, aber trotzdem auf jeden Fall wild, wild. Also der Einstieg in den ersten Part hat mich komplett in meinen Sitz gebumst hier, Alter. Hat mich extrem überrascht, wirklich. Aber hat mir sehr gut gefallen, ey. So eine Power, wirklich, ohne Spaß, Mann. So eine Power, wilder Track, absolut wilder Track.